Jo, herzlich willkommen zum kleinen Random Opening hier. Ich habe mir heute mal so ein Breaker of Shadows sogar richtig. Special Edition gegönnt. Ja, der Korne macht der Kameramann mit seinem neuen Account, kannst du gerade nochmal sagen. Casual Gaming. Casual Gaming. Und 1, 2, 3, ne? Ja, yeah, Link will be in the description, so. Genau, wie immer. Link in der Beschreibung unten drin, für die kein Englisch können. Und ja, schlachten wir das Timer. Oh Gott, ist das fest zugepackt. So, das ist hier wieder so cool verpackt. Das heißt, die Buße sind offen. So, und hier sind die Promos und sowas, falls man es sehen will, noch hinten im Rücken. Falls man es erkennt. Ja, bla bla. In der Zeit mache ich schon mal den Kram hier auf. So. Karten sind vorne, ne? Schon ewig keins mehr gekauft davon. Guck mal, schon erste beschädigt hinten am Rücken. So, nochmal hier. Oh geil. Oh geil. Das wird immer besser. Oh yeah. Comments. Oh yeah. Richtig gut. Oh! LOL! Oh. Bam! Einfach mal gezogen! Wie geil ist das denn? Einfach. Hä? Wie sind denn die Booster zusammengepackt? Wie ist das denn? Ach, sind die so in der Reihenfolge gepackt oder was? Wo ist dann die Rare? No Rare. Egal. Ich hab ein Dingens gezogen, ein Battle Magier einfach so. Sehr geil. Okay, weiter geht's. Ah, oh, das ist der komische. Ah, da sind die mittendrin. Ah, okay, ich muss mir das mal nachher mal angucken, wie die Aufteilung ist. Der komische für Buster Player Kram, ne? Mhm. Und da bist du noch was? Kröte. Und das war's, glaube ich, ne? 3 Booster sind sie. Ah, jetzt kommen die Rares. Ah, okay, so ist das gestaffelt. Jetzt kommen die Rares. LOL, 2 Goyo-Karten. Und dann geht's weiter mit Commons wahrscheinlich. Hier Trumpfhexe. Tralala. Komische Aufteilung. Ich dachte, die sind ganz oben, die seltenen. Aber hey, hallo. Nee, die Promos sind oben. Achso, die Promos sind oben. Dino-Nebel hier noch ein bisschen. Das heißt, letzte 2 Karten sind die Promos. Das heißt, ja. Einmal. Oh, geil. Der wahre Drache und. Oh, Beastars. Sehr cool. Oh, das ist cool. Beastars ist echt geil. Sehr cool. Also und Dendo ist die neue Arschlochkarte. Ja, das ist übertriebene, ne? Für ja. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und der ist sogar zur Abgabe. Wenn er Interesse hat an dem Pendelmagier, also ich spiele das Zeug nicht, das Pepe-Deck. Wenn er Interesse hat, der ist zur Abgabe, könnt ihr ja anschreiben oder so, ne? Ja, in diesem Sinne, danke fürs kleine kurze Opening. Abonniert, liked wie immer und haut rein. Bis dann. Peace out.